Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Episode Rust zusammen mit dem guten Fischkopf. Hallöchen! Und mir, wie wir hier am Fleischbraten sind. Ja, ich mach das mal. Du kannst ja mal Ausschau halten. Oh, das Fleisch ist fertig. Gut, wie viel hast du gemacht? Oder wie viel konnten wir machen? Wir haben 6 insgesamt. Sehr schön. Ich gebe dir 3. Mach das Feuer dann auch wieder aus, würde ich sagen. So. Ist ja eh nichts mehr, Mann. Und wir können auch das Holz mitnehmen. Und wir können die Charcoal mitnehmen. Wobei, die können wir erst später gebrauchen. Daraus und aus Sulfur macht man dann mit Gunpowder Munition. Beziehungsweise ja, Gunpowder habe ich auch. Daraus macht also man Gunpowder, meine ich. Wie war denn unsere Taktik nochmal? Ja, wir wollten eigentlich in die Richtung, wo die jetzt auch herkamen. Das war ja eigentlich unser Plan, so in diese Richtung weiterzuziehen. Warte, ich muss essen. Aber wir dachten ja, wir sind an der Küste. Da haben wir aber falsch gedacht. Da kam ja nur noch ein schöner Schlenker und es geht noch ewig weiter geradeaus. Was jetzt nicht so tragisch ist. Ich meine, was gut ist. Ich persönlich kenne jetzt ein Red Town, was man so ordentlich oft besuchen kann zum Looten, aber wir können ja vielleicht was anderes finden, wo man auch immer regelmäßig hin kann. Ja, das eine, was wir ja hatten, am hinter der, was für eine Fabrik war das? Du meinst die Konservenfabrik und du meinst genau, die Hölle. Genau, dahinter. Die gelbe genau, Hölle. Die Hölle, genau. Und diese Gebäude, die haben richtig geiles Zeug gehabt. Ja, ich weiß also jedes Mal, das. Die Hölle an sich hat auch unglaublich viel Sachen. Also, aber da musst du halt ausgerüstet sein, um da rein zu können. Boah, hier wäre geil für so eine ganz kleine Hütte. Hier einfach nur dieses, hier kommt ja wohl nie einer hin. Selten, ne? Ja, aber dann auch noch hier zu gucken. Ja, das ist richtig. Ja, sollen wir die da hinbauen? Ich weiß, kriegen wir die denn hier hin? Da weil das Problem ist, ich glaube, die passt da nicht hin. Und wenn wir es ausprobieren, dann und das eben nicht geht, das Fundament dann da. Verlieren wir den Shit. Kannst du nicht wieder abbauen und mitnehmen. Nee, nee. Und wir müssen ja auch irgendwie finden, wir brauchen einen Punkt, an dem wir uns orientieren können, dass man auch irgendwo wieder dahin findet. Jo. In der Nähe der Hölle zu bauen, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Also gerade bei diesen Lootpunkten, weil da kannst du immer wieder mal einloggen, gucken, was die Häuser haben. Ja. Wir müssten mindestens eine andere Stadt oder andere Hütten finden, weil gerade Hütten sind wichtig für Loot. Und ich glaube, wir laufen. Ja, aber. Oh, hier ist Spielerhütte. Wo? Und irgendwas ist auf dem Feld. Ich habe leider keinen Fernglas. Ist das ich Zombie glaub, das oder ist Zombie. Spieler? Das ist ein roter Zombie, also ein schneller. Oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus von den Bewegungen her. Dich gerade nicht mehr. Ich sehe noch. Ich wünsche mir auch unbedingt ein Fernglas für dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja. Aber wenn ja, dann müssen wir das unbedingt holen. Tja, also das Ding ist weg. Was auch immer es war. Wir müssten irgendwie leicht abdrehen, damit wir halt ins Landesinnere kommen. Also so ein bisschen in die Richtung wieder. Können wir hier nicht einfach einen Schlenker machen? Sondern echt, also okay. Erstmal habe ich ein Tier gefunden. Oh geil, wo denn? In meine Richtung, du siehst mich, jo, oder? Jo, jetzt sehe ich dich. Mist, hohes Gras. Mist. Ist es ein Schwein? Haben wir denn? Einen schwarzen Wolf? Einen grauen Wolf? Einen weißen Wolf. Nicht abhauen, Wolf. Da hinten ist ein Bär. Treffer. Ja. Oh, mit einem Schuss erlegt. What? Das war hier ein richtiger Blattschuss. Kann nicht sein. Okay, pass auf. Richtiger Blattschuss. Wir müssen diesen Bären holen. Der ist nämlich das Loot-Paradies. Das hier, guck dir den einen Pfeil an, der da drin steckt. Oh, Blut. Sehr gut. Okay. Ich muss aufpassen, weil ich halt absolut keinen Platz mehr im Inventar habe. Oh. Kannst du das hier nehmen? Kannst das Campfire? Das ist ein ganzes Campfire. Das wäre halt nicht schlecht. Ja, und gut. Auch Medikits nochmal für dich. Bandage, ich sehr gut. Viel Holz sehr gesplittet. Geil. Ja. Bandages übrigens sehr schnell gemacht aus Cloth. Bär. Da ist ein Bär. Moment, ja genau. Wir müssen zusammenschießen am besten. Ja. Kopfschüsse versuchen. Und wir können noch ein bisschen näher ran. Okay, und der wird auf einen von uns Aggro haben und der andere muss halt gucken, dass er... Mach dich bereit. Und 3. Los. Den haben wir. Schieß noch einen, bevor du rennst. Treffer. Nicht. Und ach, wir haben sehr ihn. Sehr gut. Der stirbt irgendwie schnell. Ja, gut gezielt. Ja, wir haben da aber mit den Revolvern in den Kopf geschossen. Das hat auch nicht so viel gebracht. Oh, sehr gut. Okay. Wir haben schon ziemlich viel cooles Zeug. Wir könnten wieder braten demnächst. Ja, wir haben Holz, Stein und Essen. Also so zum Überleben haben wir uns auf jeden Fall schon mal was gut aufgebaut. Wir müssen jetzt halt nur noch irgendwie eine Hütte zusammenkriegen. Ich bin hier zwischen den Felsen gelaufen, oh ja. Bist du? Ja, ich komme. Noch mehr also, Tiere. Mein Plan wäre eigentlich, sich eine kleine Hütte bauen in der Nähe von Loot.
Ja, und guter Plan. Dass man da einfach alles sichern kann und dann immer mal wieder dahin laufen kann und quasi looten kann. Und dann macht man aus dem Shit, den man dann zwischendurch und danach und davor sich vorbereitet hat, daraus macht man dann die große Hütte und die sucht man, da sucht man sich ein schönes Örtchen für, was irgendwie sicher ist. Was irgendwie nicht direkt neben diesem Lootort ist. Ja, sozusagen die zwischen die kleine Basis. Aber dafür müssen wir jetzt einmal was radioaktiv, also nicht was radioaktiv, sondern so ein Loot wieder mal finden. Und ich denke, wir sind trotzdem, auch wenn es hier jetzt noch sehr viel weiter ging, eher so am Ende. Ja. Oh, Achtung, Flugzeug, links von uns. Oh ja. Oh ja, oh, vielleicht haben wir Glück. Ja, es kommt gut, glaube ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es bald das Zeug loslässt. Los, lass fallen! Lass fallen! Lass fallen! Nein! Aber das zeigt uns eigentlich, dass wir relativ am Ende... Da ist es! Es kommt. Lauf. Unser Problem ist nur, da werden jetzt gleich alle Spieler sein. Da sind auch... Das ist ungefähr die Richtung, wo die drei Leute waren. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Oh nein, ich verliere es jetzt gleich kurz aus den Augen wegen dem Felsen. Ja. Ich muss einfach schnell sein. Bist du... Seh dich noch. Auf zu zielen, Mann. Ab jetzt muss ich immer nur noch nach vorne gucken, weil sonst verliere ich die... Okay. Wir müssen genau geradeaus laufen. Es ist eigentlich zu weit weg. Bis wir da sind. Du kannst es trotzdem riskieren. Man weiß ja nicht, machen wie viele... Machen wir jetzt. Aber bis wir da sind, ist das Zeug schon längst weg. Okay, das können wir eigentlich aufgeben, weil wir können auch noch nicht mal genau sagen, wo das war. Aber wir laufen gerade auch auf Loot zu, also auf radioaktives Zeug, denke ich. Ja, machen wir das nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu blind hier langlaufen. Oh. Links ein Wolf, lauf weiter. Okay, da sind Hütten auf dem Weg. Haben wir eigentlich vergessen. Oh, was ist das? Das ist die Hölle, ne? Das ist nicht die Hölle, das ist das, was wir gesehen haben, wo wir von den drei anderen Leuten angeschossen wurden. Wollen wir das aufgeben und hier einfach so Schweine und so holen? Folgt mir mal ein bisschen. Okay. Ich will wenigstens noch hier... Ach scheiße, hier hat eine Hütte im Radioaktiven gebaut. Geil. Der Wolf. Pass auf, das... Ist er immer noch hinter mir? Ich will ihn jetzt töten. Nein! Da hinten ist ein aggressiver Wolf. Hab ihn! Ja. Am Loot ist auch jemand. Da ist zumindest gerade ein Wolf lang gerannt. Siehst du den Loot schon, oder was? Nee, aber ein Wolf ist da lang gerannt. Das klang für mich so, als wenn da jemand in die Richtung gelaufen wäre. Okay. Wir hängen hier leicht in diesem Radioaktiven, aber trotzdem würde ich hier oben auf den Berg gehen. Okay. Wir sind hier an diesem radioaktiven Zeug, an dieser Stadt. Ja, wie man gehen könnte. Ich muss nur noch mal einen Blick werfen, warte mal. Ja, ich gehe auch noch mal oben auf den Berg. Alter, das ist ja quasi ein Kraftwerk. Also sieht jedenfalls so aus. Das macht mich total verrückt. Okay, ich glaube, dein Plan ist gut. Wo bist du? Oben auf den Berg gegangen. Gibt nur einen breiten Weg. Yes. Und dann kommst du in einen ganz schmalen Gang, der relativ lang ist. Yes. Und bis nach... Ganz schmalen Gang. Ganz schmalen, dartigen Gang. Bist du immer noch da? Ich lauf gerade hoch. Ich höre dich. Oder? Nee, ich höre dich nicht. Jetzt? Doch, ja. Hallo. Ja, hier irgendwo müssen wir mal machen jetzt. Hier ist doch gut. Also ich, oder hier sogar auf der Fläche. Hier. Ja, das finde ich auch gut. Ein Eingang. Dann haben wir da noch so einen kleinen Achtung, Gang Fundament. Unten. Okay. Du hast was alles? Warte, ich setze erstmal das Fundament, ja. Okay. Hast du Wände? So, ich habe eine Tür und ein Fenster. Okay. Dann baue ich jetzt, pass auf, die Tür würde ich an der Seite bauen. Also entweder an dieser Seite hier oder halt an der. Weil ich habe Angst, dass wenn wir die hier bauen, dass wir da nicht mehr reinkommen und von hier also aus nicht reingesprungen kommen. Wie wir nochmal drehen? Rechte Maustaste. Baue ich ja erst die Balken. Hast du Balken? Ja. Vier Stück? Ja. Geil. Okay, für Wände brauche ich vier. Ich brauche 312. Okay. Wooden Planks. Ich glaube, der eine steht falsch, obwohl, nee, das müsste passen. Ich crafte. Den Eingang mache ich bei dir.
Okay. Schließt direkt. Ach du Scheiße, wir haben ja. Oh nein. Was denn? Naja, guck mal. Du hast gerade hier den Eingang gebaut, ne? Ja, wir haben keine Tür, aber eine Tür kann man doch wohl bauen. Eine Tür können wir bauen, aber guck mal, wie viel Platz wir verlieren durch den, durch die Schräge hier. Ja, aber es ist doch nur unser kleines Lager jetzt erstmal. Ja, es ist okay. Das ist ja jetzt wein man nicht. Es ist okay. Willst du? Berghütte. Nee, warte. 1, 2, 3. Tschuh. Willst du ein Ceiling bauen? Tür? Ceiling. Oder eine Tür, ja. Mach du mal die Tür, ich mach das Dach. Wo finde ich denn die richtigen Wood Door? Und den Doorway ist ja falsch. Die Tür ist weit oben. Die ist ziemlich weit oben, glaube ich, bei Survival. Oder? Wood Storage und Wooden Door. Wooden Door, ne? Mehr kriege ich nicht. Nee, also wir haben ja nicht 200 Metall. Das können wir uns so absolut nicht leisten. Und da wäre jetzt der Loot super gewesen. Das Glück hatte ich mit Tommelbommel, dass wir ziemlich weit am Anfang Loot gekriegt haben. Und schnell ins Business gekommen sind, weißt du? Oh oh, oh oh, oh nein! Oh, okay. Was, Mann? Alles gut. Alles gut, ich dachte, ich kann die Wand nicht setzen. Okay, Dach. Hallo. Ach shit, jetzt haben wir das Problem, wie wir auch damals hatten. Oh nein. Was denn? Ja, nur du kannst die Tür aufmachen. Ja, das ist gut, das ist jetzt nicht schlimm. Dach. Ja, ich bin dabei. Du kannst hier schon mal ein Fireplace, hab ich ja, ne? Den hab ich dir gegeben. Ich baue ein Sleeping Bag. Sehr gute Idee. Ceiling, wo ist es denn? Da. 6 Stück. 6 Stück? Boah. Bucher. Hast du den Schuss gehört? Ich baue dir auch ein Sleeping Bag. Danke. Mir wird kalt. So. Ceiling. Die Schüsse machen mich nervös. Ja, die sind alle draußen. Also hinter dem Berg. Ich hab dir das Sleeping Bag Ding da hingeworfen. Danke. Hey, Moment, habe ich jetzt 2 geworfen? Ah, Mist, ich muss die splitten. Die stacken. So. Ja, viele stackt. Wenige Sachen stacken nicht. Boah, das dauert so lange mit dem Ceiling, Alter. Müssen wir schauen, wo wir dann gleich die. Okay, wir können auf jeden Fall noch Kisten hinbauen. Ich würde dir auch. Geil, du kannst den Sleeping Bags an die Wand hängen. Also funktioniert nur nicht. Nee, ja. Da in der Ecke, wo du stehst, würde ich die Kisten hinsetzen. So hinter der Tür, so ungefähr, weißt du? Yo. Jetzt ich hier den Sleeping Bag hin. Da liegt der Sleeping Bag noch. Danke. So hier, wo ich jetzt bin, so die Kisten hin, weil hier geht ja die Tür hin auf. Yo. Daneben pflanzen, ja. So, ich koche uns mal was Schönes. Was brauche ich für eine Box? Muss ich da aber erst Wood Planks rausmachen? Für was? Für eine Box? Nee, die kannst Kisten. Du so machen, glaube ich. Workbank, Great Shelter, Wood Shelter, Wooden Door, Wood Storage, Storage Box. Wie mache ich die große? Die musst du erst erlernen. Und die erlerne ich wie? Du musst Blueprint davon finden. Generell, achso, okay. Da ist ein Schmarrn. Generell gilt für Blueprints. Wenn du ein Blueprint findest, sofort lernen. Sofort rechte Maustaste, Study. Weil, was du gelernt hast, kannst du. Egal, ob du stirbst oder nicht. Genau. Das ist ganz wichtig. Und das Ding ist, wenn du Sachen findest, die du nicht selber bauen kannst. Geh mal bitte weg kurz. Erzähl weiter dann. Ja. Dann wird hier dieses Research Kit sehr, sehr interessant, weil mit dem Research Kit und Papier. Ja, dann erlerne ich's. Kannst du halt dieses Item, was du da hast, einfach dann erlernen. Also du kannst lernen, wie man es baut. Habt ihr hier eine Kiste gebaut? Geil. Ach, wir haben 2. Cool. Ja, klar. Ja, wir können auch an eine ran, aber lass uns. Okay. Ja, aber so haben wir ja mehr Platz. Es ist total sinnvoll. So, Holz habe ich noch 139. Was soll ich denn da so alles reinpacken? Alles, was ich jetzt nicht mit auf Jagd nehmen will, ne? Das genau. Und jetzt muss ich überhaupt mal überlegen. Ich glaube, das Blut können wir. Sollen wir uns Medipacks machen? Wir haben ja noch eigentlich. Du meinst jetzt Bandages, glaube ich, oder? Nee, ich habe Large Medikit, habe ich auch eins zugeworfen. Ja, ich habe auch eins. Das ist halt die Frage, ob wir noch eins machen wollen. Ich guck mal eben, was man dafür bräuchte. Also ich packe jetzt erstmal Sachen rein, die ich nicht mitnehmen will. Ich brauche sogar noch mehr Kisten. Aber kann ich noch eine stellen? Warte, ich öffne mal die Tür. Ach, wir können nur Bandages machen, Moment.
Akku passt perfekt. Wie viel Bandages hast du noch zum Blutung stoppen? Zwei. Okay, dann mache ich dir auch noch welche. Okay, das dauert jetzt eine Weile. Mist, ich habe nicht. Ja, wie sieht's bei dir mit dem Platz in den Kisten aus? Weil ich habe zu viel. Wie, du hast zu viel? Ich habe zu viel Sachen. Ja, dann pack das auch in meine Kisten. Ich habe nicht so viel. Gut, alles klar, packe ich einfach alles rein. Also ich nehme ja nur, das mit, was ich jetzt auch haben, also brauche. Ein bisschen Essen und die Munition. Und das war es eigentlich auch schon, mehr nehme ich nicht mit. Essen, Munition und Bandages, ganz wichtig. Ja, und ein Medikit. Und das Ding ist... Sollte theoretisch nur bis 1 gehen. Warte mal. Achso, jetzt habe ich eins zu viel von den Dingern gemacht hier. So. Du hattest... Hier, guck mal. Ja? Du hattest noch 2, ne? Was denn? Bandages, ja. Jetzt habe ich 5. Okay. Zieh dir mal bitte hier die Kiste rein, die linke, und dann das erste Item. Ich kann es nicht machen, wenn du drauf bist. Ah, jetzt. Wow, geil. Alter, du hast noch ein Research Kit, du hast Tabletten. Ja. Du hast ultra viel Fleisch, ich muss mal was, achso, ich mache es ja gerade. Ich habe nichts mehr zu essen. Ja, wir haben ultra viel Fleisch. So, das für dich. Hallo, ey, du musst dich auf den Boden schmeißen. Das ist die 3-Sekunden-Regel. Ja, aber du hast ja vorher schon in den Beutel gepackt. Ja, dann umso besser. Ups. Ja, umso schlechter, das ist ja so ein Lumpenbeutel. Ein Jütebeutel, der ist gut. Aber wir haben richtig guten Kram hier drin. Was hast du rausgenommen gerade, das Rohfleisch? Ja, ich koch das gerade. Ich wollte es nur wissen, so. Ich koch das gerade, ziemlich viel von dem Shit, den wir im Moment noch nicht brauchen. Eigentlich bräuchten wir... Ach, du hast Papier auch direkt gefunden. Alles. Geil. So, weg mit dem Leder, das brauche ich auch nicht. Mit dem Fett können wir... Ja, aber Moment, wo packst du es dann hin, das Leder? Ach so, packst du es in die Kiste. Ja. Gut. Stein können wir eigentlich wegschmeißen. Dass ich noch keine Rüstung habe, macht mich ein bisschen nervös. Sollen wir hier schon ein Furnace bauen oder... Wollen wir uns den aufheben für das richtige Haus? Moment, was wollen wir uns bauen? Ein Furnace, ein Ofen, wo wir Metal machen. Ich gucke einmal nochmal hier kurz unsere Lage, weil ich finde, so schlecht sind wir gar nicht positioniert. Ja, wir könnten hier schon den ersten Shit machen, das ist gar kein Problem. Ja, weil guck mal, das ist sogar besser. Ich dachte, wir sind hier nämlich schon am Ende, komm mal raus. Ja. Und ich dachte, hier ist schon offene Fläche, aber hier sind nochmal Steine. So, eigentlich findest du gar nicht so schnell zu unserem Haus. Stimmt. Ja, aber wir würden ja, wenn, dann erweitern, groß machen, ne? Ja, wir würden ja erweitern. Wir können ja schön die Fläche. Das Geile ist, wir sind ja eigentlich auch gut geschützt, wenn wir einfach nur diese Fläche hier dicht machen. Wir können ja hier zubauen. So, weißt du? Ach so, zack, ja. Einmal zugebaut. Dann müssen sie sich ja öfter durchkloppen. Ja, also, aber wir müssen ja eben. Es wird dunkel, Mann, in die Hütte. Wir müssen ja Wege finden, wie wir selber dann noch da durchkommen, ne? Ja. Oh, eine Tür. Metalltür. Gut, also ich würde sagen, wir könnten hier ein Furnace machen und schon mal ein bisschen Metall machen. Problem ist, wir brauchen dafür Fuel und für Fuel brauchen wir, ich habe eigentlich, glaube ich, alles dafür, aber ich weiß nicht, ob ich 10 Stück hinbekomme. Ich habe Gunpowder nur noch, ganz viel. Low-Grade Fuel, schaffe ich davon 10? Nee, was fehlt mir denn? Animal Fett und Cloth. Habe ich hier beides, glaube ich, in der Kiste. Cloth haben wir 30 in der rechten, ja. Zack. Willst du das mal machen? Ich glaube, das. Ne, mach ruhig. Ich wollte einmal noch kurz, ich gehe mal kurz raus. Ich check mal ganz kurz die Lage, mach das eben und erzähl mir was. Okay, ich erzähle die Geschichte von den beiden Freunden, die sich eine Hütte gebaut haben zwischen Felsen. Und dann ist der eine ganz kurz nur mal die Lage checken gegangen und ist dann tot wieder aufgewacht. Oh, wir haben einen richtig geilen Platz eigentlich. Falsch. Das ist ein guter Platz. Ja, aber wir brauchen ja ein größeres Haus und hier passt es, glaube ich, nicht hin. Ja, aber wir können es ja vorbauen. Wir haben ja 2 solcher Flächen. Aber wir kriegen da schon eine Lösung. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Was halt wichtig ist, mehrere Schichten von Türen, aber okay, viel mehr als 2 macht da auch keinen Sinn. Ja, also du meinst hier rum nochmal, eigentlich 4 Häuser nochmal drumrum. Theoretisch. Auf jeder Seite 1, damit halt das in der Mitte am meisten geschützt und am längsten dauert. So was haben wir aufzubrechen. Wir haben gemeinsam ein 9x9 Feld gebastelt, wo man an 2 Stellen rein konnte und dann quasi einmal so jeweils im Uhrzeigersinn im Kreis laufen musste, bis man dann in die Mitte konnte wieder.
Ja, verstehe. Du verstehst das, ne? Ja, der Klassiker. Und das hat aber nicht so viel gebracht, weil die haben dann angebaut und haben dann quasi im ersten Stock eine Wand eingerissen und da sind sie dann reingekommen. Aber das kann man verhindern mit diesen Barrikaden, das zeige ich dir nachher mal. Wo ist denn. Ach so, ich wollte jetzt ein Furnace bauen, richtig. Craft that shit. Nehmen wir mal einen Schluck Ingwertee. Wir müssen nur schauen, wo wir den Furnace hinsetzen. Ja, ob der hier Ich passt, weiß das weiß ich nämlich auch nicht, ob nicht. der hier noch zwischenpasst. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir da rumpuzzeln können mit den Sleeping Bags, ob die vielleicht woanders hin können. Oh, fertig. Ist jemand draußen? Hallo? Hallo, ist da jemand? Oh, tu zu. Okay, lass mich mal gucken. Also ich könnte ihn jetzt. Passt er hier noch hin? Zu dem Feuer? Ja. Guck mal, das Feuer auch, das macht jetzt kein Licht mehr in die Richtung. Geil. Oh, wie schlau wir sind. Wie schlau wir sind. So. Ja, hier kommt kein Licht mehr raus aus der Ecke. Da ist Muss er. noch Ich gebe rein. dir das hier und ich gebe dir das hier. Hast du Holz? Ja. Dann nimm das Zeug und tu es einfach mit Holz in den Furnace. Und dafür muss ich halten, drücken. Moment, dann kriege ich aber einen Loot. Ist das richtig, Ja, dass ich in das ist Loot völlig komme? richtig. Du musst einfach nur ein so ein Ding, musst du Holz reintun und die anderen Sachen halt in zwei andere Slots. Und dann musst du das Ding noch anmachen. Genau, und jetzt läuft das Ding. Ups, ich hab's ausgemacht. Hä? Und der Vorteil jetzt? Der Vorteil, naja, die Steine, die du reingepackt hast, Sulfur und Metal, da kommt jetzt jeweils Metal und Sulfur raus. Das ist wie bei Minecraft. Ich Und habe jetzt viel Holz reingetan, ne? ja, warte mal. Alles. Ja, das ist doch erstmal in Ordnung. Wir müssen es nur ausmachen. Oh, guck mal jetzt rein. Guck mal jetzt rein. Oh, ich Ja, hab's das passiert mir ausgemacht. auch ständig. Ja, ah, und Und da oben ist schon jetzt haben das wir halt den ersten, wie heißt es? Scrap Metal? Nee. Metal Fragments Metal sind gut. Fragments, genau. Und die sind unser bester Freund. Also neben Holz und Stein sind Metal Fragments unser allerbester Freund. Daraus macht man alles Mögliche, zum Beispiel Waffen. Ja, und Metal Door. Und Metal Door. So sieht's aus. So. Aber wenn wir jetzt eine Metal Door bauen könnten, dann die hält ja ein bisschen mehr aus. Das würde ja jetzt nichts mehr bringen. Die müssten theoretisch ja außen rum, oder? Wir könnten 3 Minuten lang auf unsere Holztür einschlagen. Ja, aber dann gehen die doch einfach durch die Wand, wenn sie hier rein wollen, oder nicht? Na, eine Wand ist wirklich sehr, 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 sehr schwer zu knacken. Also Tommelbommel und ich haben 2 Granaten gegen eine Wand geworfen, die haben nichts gebracht. Also ich weiß nicht, wie man es macht, ob man das mit C4 macht, wahrscheinlich mit C4. Aber es ist halt ultra teuer und ultra aufwendig. Und die Leute Okay, würden. und da die Hütte ja noch so klein ist, Genau. ob das heißt, wir können ja theoretisch die Tür dann abbauen, weil wie viel kriegen wir da so raus? Ich guck mal eben hier so rein. Da sind schon mal. Ich muss genau wissen, wie viel gibt mir denn ein Metal Ore? Also wie viel gibt alles, was da drin ist? Wie viel baut das sozusagen um? Was ist die Relation? Die Relation ist 200 brauchst du für eine Tür. Du Ja, das ist mir klar. brauchst für eine Shotgun, glaube ich, 120, 150. Nee, nee, die Relation meine ich nicht. Wenn ich jetzt ein Metal Ore da reinpacke mit Ach einem so, Sulfur ach Ore, was so. kommt da Wie raus? viel aus einem Fünf. kommt? Fünf für ein. Das heißt, wir kriegen eine Metal Door, kriegen wir zusammen. Okay. Wir kriegen eine Metal Ja, Door. aber wollen wir das, ist die Frage. Ja, wollen wir es? Natürlich. Ich würde sagen, hier packen wir erstmal unseren Loot rein in den Ich Shit. meine, was mich jetzt total nervös macht, ist, dass ich diese Tür nicht bedienen kann. Das bedeutet, wenn ich sterbe und wir sind irgendwie unterwegs und ich werde hier respawned, dann hocke ich hier in dieser Hütte und kann nicht raus. Ja, er muss halt warten, bis ich da bin. Oder wir bauen eine doppelte Oder wir Tür. bauen ein zweites Zwei Stück Türen. Hütte ran. Achtung, Schritte! Schritte, fuck. Mach Feuer aus, Feuer aus, Feuer aus. Feuer aus! Ich versuch's ja. Mach aus, Mann! Das war's auch eigentlich für die Folge. Wollen wir einen Cliffhanger versuchen? Ja, lass ausmachen. Ich glaube, Okay. er hat C4 angebracht. Okay, Leute, dann finden wir in der nächsten Folge raus, was jetzt passiert. Ich habe Angst ein bisschen. Bis dann und tschüss! Tschüss, Leute!